Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie heute alle herzlich willkommen zum neuen Vortragsabend des Suvorov-Instituts in Wien. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema The Great Reset, Neustart der Globalisierung oder Weckruf für das Erwachen der Völker. Wie wahrscheinlich Sie alle hat auch uns natürlich der Coronavirus, Covid-19, in den letzten, ja mittlerweile schon 1,5 Jahren gewissermaßen in Atem gehalten. Einerseits deswegen, weil es natürlich eine große mediale Hysterie, möchte man sagen, eben darum gegeben hat. Wir haben von unserem Bundeskanzler Sebastian Kurz gehört, dass bald jeder jemanden in seiner Familie kennen wird, der an Covid gestorben ist. Ich kann konstatieren, zum Glück ist das nicht der Fall. Ich kenne auch persönlich niemanden, der daran gestorben ist, zum Glück. Nur ein paar Leute, die einen schwereren Verlauf gehabt haben. Aber das Hauptthema des heutigen Abends ist eben nicht der Coronavirus, zu dem man natürlich verschiedene Positionen nehmen kann. Wir sehen auch, wenn wir jetzt uns auf der Welt umschauen, haben verschiedenste Positionen dazu, eben von Ländern wie Weißrussland zum Beispiel, die sich quasi eben so gut wie gar nicht eben von Corona haben einschüchtern lassen. Und dann natürlich Staaten eben wie Deutschland zum Beispiel, die mittlerweile fast schon ganz offen, ähnlich wie Australien, eine sogenannte Zero-Covid-Strategie verfolgen, wo es eben überhaupt keine neuen Corona-Fälle mehr geben soll. Aber was eben, viel, denke ich, viel interessanter ist, ist die Frage, wie eben von den sogenannten Globalisten, das heißt eben von allen Kräften, die die Globalisierung fördern und quasi diese Entstehung einer einen Welt bis hin eben zu einer Weltregierung, wie eigentlich diese Kreise quasi die Corona-Pandemie genützt haben. Und da stößt man eben, oder ist besser gesagt schon relativ kurz nach dem medialen Bekanntwerden und der medialen Popularisierung der Corona-Pandemie, ist interessanterweise ein Buch erschienen von Klaus Schwab, dem Chef des Weltwirtschaftsforums, und Thierry Malaret mit dem Titel The Great Reset. Das ist auf Deutsch eben sehr blumig übersetzt worden mit Der große Umbruch. Eigentlich heißt der Titel Der große Neustart. Und worum es da interessanterweise geht, das ist der Neustart des Kapitalismus im Angesicht der Corona-Pandemie. Und was man darin findet, das sind eigentlich alles zunächst einmal Aussagen, wo man eher überrascht ist, dass die von Globalisierern kommen und eigentlich von Leuten wie eben Klaus Schwab, die immer sehr fanatische Unterstützer des Kapitalismus gewesen sind und die ja nicht umsonst quasi in dieser Spitzenposition eines Chefs des Weltwirtschaftsforums sitzen, das ja eine der mächtigsten, nicht nur Denkfabriken, sondern eigentlich der mächtigsten Netzwerkorganisationen der Welt ist. Also man darf ja nicht glauben, dass sich das nur auf die westliche Welt beschränkt, sondern diese Institution hat tatsächlich quasi Arme, die bis nach China reichen und dort zum Teil eben auch Leute aus dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei umfassen. Das heißt, es ist wirklich eben eine globalistische Institution im wahrsten Sinne des Wortes. Und umso interessanter ist es eben, wie hart eben in diesem Buch mit dem Kapitalismus ins Gericht gegangen wird, wo eben wirklich drinnen steht, dass der Neoliberalismus, der quasi die wirtschaftliche Entwicklung ja bis heute, zumindest bis 2008 eben, maßgeblich geprägt hat auf den Agenten der Globalisten, dass dieser Neoliberalismus sich erledigt haben soll und dass man einen Neustart des Kapitalismus braucht. Was bedeutet der Neustart des Kapitalismus? Das bedeutet aus der Sicht von Klaus Schwab vor allem einen grünen Kapitalismus, das heißt einen Kapitalismus, der umweltverträglicher sein soll, der eben sehr stark konform geht mit der Ideologie, die Fridays for Future und Greta Thunberg eben verbreiten, der allgemein eben auf einer Linie mit den grünen Parteien in Europa liegt. Das heißt eben diese Vorstellung, dass man den Kapitalismus an sich nachhaltiger machen kann, dass man die Globalisierung quasi menschenfreundlicher machen kann und umweltfreundlicher vor allem, um eben natürlich dieser großen Erzählung, die über der gesamten westlichen Politik hängt, nämlich dem Klimawandel, um quasi dem entgegenzuwirken und hier entgegensteuern zu können.
Was aber natürlich vor allem einen Verzicht der einkommensschwachen Massen bedeuten soll und eben nicht etwa der Eliten, die auch weiterhin gerne zum Eisessen nach Kalifornien fliegen. Und neben diesem grünen Kapitalismus ist eben so ein zweiter großer Punkt, der sich durch dieses Werk zieht, die Idee von der vierten industriellen Revolution, womit eben nicht nur die Digitalisierung an sich gemeint ist, sondern eben auch generell quasi ein Abgleiten ins Virtuelle. Das heißt, wir sprechen davon, dass man eben zunehmend virtuelle Währungen installieren will, dass man darüber hinaus quasi Personendaten eben digital verfügbar machen will und natürlich auch, dass man eben allgemein die Politik des Transhumanismus vorantreibt. Das heißt, dass man eben quasi darüber nachdenkt, wo sind eigentlich die Grenzen zwischen Mensch und Maschine und müssen diese Grenzen eigentlich nicht noch mehr zugunsten der Maschine verschwimmen, dass eben der Mensch immer mehr selbst wie eine Maschine wird und eben dadurch quasi seine materiellen Grenzen überwinden kann. Das sind alles Inhalte in diesem Buch, die quasi sehr nahe am Mainstream dessen sind, was wir sonst in der westlichen Politik so hören. Und es sind natürlich Sachen, die auf den ersten Blick auch vielleicht jetzt gar nicht so dramatisch klingen und vielleicht auch jetzt nicht so gefährlich. Es ist halt interessant, dass eben genau diese Agenda quasi des Weltwirtschaftsforums sich fast 1:1 auf der Agenda 2030 der Vereinten Nationen wiederfindet, wo man eben auch darüber redet, dass man eben den weltweiten Hunger auf Null reduzieren will, dass man die Armut abschaffen will und dass man allgemein dafür sorgen will, dass alle Menschen auf der Welt eben ein gewisses Gesundheitsniveau erreichen und eben nicht unter ernsthaften Krankheiten leiden. Es ist aber interessant, dass eigentlich alle diese Probleme, die hier diskutiert werden, Dinge sind, die erst durch den Kapitalismus und die Globalisierung hervorgerufen worden sind. Das heißt quasi, die Leute des Weltwirtschaftsforums, diese Eliten, die diese Probleme, die wir heute haben und die Konsequenz der Globalisierung sind, wie eben zum Beispiel ein Kapitalismus, der eben quasi alle gewachsenen Gemeinschaften zerstört und mittlerweile auch die Umwelt immer stärker, der eben mittlerweile danach strebt, auch den Mensch zu entmenschlichen und immer mehr zu einer Maschine zu machen. Das alles wollen quasi die Leute wieder in Ordnung bringen, die eigentlich dafür verantwortlich sind. Und das ist auch das, was einem natürlich in den Kopf schießt, wenn man nun einen Klaus Schwab hört, der eben genau einen Klaus Schwab in seinem Buch reden hört, der quasi alle diese Probleme mit verursacht hat, dass er nun einen großen Neustart des Kapitalismus wagen will, um genau diese Probleme abzuschaffen. Das heißt, derjenige, der quasi dafür verantwortlich ist, der das Feuer gelegt hat, will jetzt einen Plan dafür legen und formulieren, wie man das Feuer wieder löschen soll. Und das ist, denke ich, eine der großen Motive, die eigentlich hinter diesem Great Reset stecken, nämlich nicht, dass man jetzt wirklich nach einer besseren Zukunft sucht, sondern man beginnt in den Kreisen dieser globalisierten Eliten zu begreifen, dass dieses System, also der Kapitalismus ist ja bekanntermaßen krisenimmanent, er bringt immer wieder Krisen hervor, das gehört zu seinem Wesen dazu. Gleichzeitig ist er, wie wir seit Karl Marx wissen, die revolutionärste Bewegung überhaupt, weil er eben ständig althergebrachte Traditionen zerstört, Bindungen und eigentlich die Ordnung, die er selbst hervorgebracht hat, dann auch über den Haufen wirft. Und genau das erkennen wir auch in diesem Buch über den Great Reset, der quasi ein Manifest ist eines neuen Kapitalismus, der sich nun dazu anschickt, den alten Kapitalismus wieder zu zerstören. Und umso interessanter, denke ich, ist es, sich einmal in Erinnerung zu rufen, dass eben der Great Reset und die Globalisierung, dass das quasi nicht ohne Grund neu gestartet werden soll, sondern eben aus dem Grund, weil sich diese Entwicklung in einer tiefen Krise befindet. Wenn man sich sowohl die Wahlkampfreden von Joe Biden angehört hat, als auch Ansprachen von zum Beispiel Greta Thunberg in den letzten Monaten, aber auch anderen großen globalistischen Führungskadern, wie auch zum Beispiel Angela Merkel, die jetzt dann hoffentlich bald endlich von der politischen Bühne abtritt, dann ist man auf den Slogan des Build Back Better gestoßen, des Besser Zurückbauen. Und was damit interessanterweise gemeint war, das war eben die Globalisierung. Und warum muss man die Globalisierung besser zurückbauen? Einfach deswegen, weil sie in den letzten Jahrzehnten permanent Niederlagen eingefahren hat.
Wir haben erlebt, dass die Globalisierung in Russland nicht wie gedacht Fuß fassen konnte. Die Jelzin-Regierung wurde letztlich von Putin abgelöst. Aus einem pro-westlichen, pro-globalistischen Russland ist mittlerweile ein Russland geworden, das selbst damit begonnen hat, den eurasischen Raum zu organisieren, das sich immer stärker gegen die Verwestlichung im politischen Sinne wendet, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass eben auch China in seiner Zusammenarbeit mit der Globalisierung und den Globalisten zwar gesagt hat, ja, wir wollen eine engere weltweite wirtschaftliche Verzahnung, aber hauptsächlich deswegen, um die eigene Wirtschaft dadurch wachsen zu lassen, um davon zu profitieren. Aber sobald es eben um die eigentliche Ideologie hinter der Globalisierung gegangen ist, um den Globalismus, um Lesben- und Schwulenrechte, um Masseneinwanderung, um die Aufgabe von staatlicher Souveränität, in dem Moment hat die chinesische KP gesagt, nein, das wollen wir nicht. Und es ist nicht nur in China und in Russland so, sondern wir erleben ähnliche Entwicklungen, zum Beispiel auch in Ländern wie dem Iran, die wirklich eine fundamentalistische Widerstandsbewegung gegen die Globalisierung anführen und die es mittlerweile geschafft haben, im Nahen Osten quasi eine eigene Einflusszone zu schaffen. Wir sehen aber auch in Lateinamerika, dass eben dort diese Einflüsse immer stärker zurückgedrängt werden. Wir haben gesehen, wie sich in Venezuela eine sozialistische Regierung gegen den amerikanischen und westlichen Einfluss behaupten hat können. Kuba steht auch noch immer und wurde nicht gestürzt. In Bolivien hat man es sogar quasi geschafft, wieder zurück an die Macht zu kommen. Und mittlerweile ist jetzt auch mit Pedro Castillo auch Peru zu einem sozialistischen Staat in Südamerika geworden. Und das zeigt natürlich, ganz zu schweigen von der jüngsten Niederlage in Afghanistan, die nicht nur quasi auf Vietnam-Niveau stattgefunden hat, sondern die eigentlich sogar noch katastrophaler als Vietnam gewesen ist, einfach weil sie den westlichen Marionettenstaaten gezeigt hat, dass im Ernstfall, wenn es hart auf hart kommt, auch die eigenen Verbündeten und Kollaborateure in den Ländern schmählich im Stich gelassen werden. All das hat eben gezeigt, dass diese Globalisierung in der bisherigen Variante, wie sie seit den 90er Jahren vonstatten gegangen ist, unter diesem Diktum eben eine One World zu schaffen, unter der Prämisse Menschenrechte und liberale Demokratie und Kapitalismus auf der ganzen Welt zu verbreiten, dass diese Bewegung quasi gescheitert ist und nicht zuletzt auch so Dinge wie die Wahl von Donald Trump im Zentrum der Globalisierung, den USA selbst, und das war kein Szenario, das eben von diesen globalistischen Kreisen geplant gewesen ist. All das hat eben gezeigt, hier läuft etwas massiv schief. Und was nun diese Kreise eben getan haben, ist, dass sie die Covid-19-Pandemie als Gelegenheit genutzt haben, um quasi die Globalisierung in ihren Kernstaaten, und das sind eben zweifelsohne die USA, das ist Europa, Japan, Australien, Neuseeland, eben die quasi klassischen NATO-Staaten auf der einen Seite, aber auch das, was man eben als westliche Wertegemeinschaft bezeichnet. Man hat eben damit begonnen, genau diese Bewegung in diesen Ländern selbst zu stärken, eben nach dem Motto besser zurückbauen, eben quasi sich jetzt eben auf diesen Kernbereich beschränken, um sie dann nachher wieder ausbreiten zu können. Vor diesem Hintergrund ist eben diese Bewegung zu sehen, dass nämlich eben, wie gesagt, ein geopolitischer Absturz des Westens stattgefunden hat, eben dieser unipolaren Weltordnungsidee, dass es eben ein amerikanisches Empire gibt, das über allem herrscht. Und stattdessen sehen wir jetzt eben eine herandämmernde multipolare Welt mit mehreren Machtzentren, eben jetzt zumindest in Moskau und in Peking. Und wenn die Entwicklung so weitergeht wie bisher, dann werden da noch einige Zentren dazukommen. Diese Entwicklung erklärt also, warum eben gerade im Westen diese Corona-Politik und die Maßnahmen eben so extrem sind. Warum man eben hier wirklich auf Teufel komm raus eine Spaltung der Gesellschaft anstrebt, warum man eben immer schärfere Meinungs- und Zensurgesetze durchpeitscht. Einfach, weil diese globalistischen Kreise, egal ob sie jetzt im Weltwirtschaftsforum sind, ob sie jetzt im Council on Foreign Relations sitzen oder in der Europäischen Kommission, einfach weil diese Menschen merken,
dass ihr Projekt mittlerweile sogar in den eigenen Kernländern in Gefahr ist. Und dementsprechend hat man sich für einen Weg der immer stärkeren Repression entschieden, um das durchsetzen zu können. Diese Maßnahmen erfolgen also, weil diese Menschen verzweifelt sind, weil die Globalisten Angst darum haben, dass ihnen ihr eigenes Kern- und Machtgebiet flöten geht. Diese tiefe Krise der Globalisierung bedeutet also, genauso wie der Great Reset, interessanterweise nicht nur eine Bewegung zum Neustart der Globalisierung, sondern innerhalb dieses Krisenmoments auch eine Chance, eine Gelegenheit für eine Neuaufteilung der Welt, für einen neuen Nomos der Erde, wie das Carl Schmitt eben in einem seiner großen Werke bezeichnet hat. Denn wir müssen uns immer vor Augen halten, je schwächer der Westen, und das schließt leider auch mittlerweile Österreich ein und die meisten west- und mitteleuropäischen Staaten, je schwächer dieser Westen in Afghanistan ist, je schwächer in Russland ist, je schwächer in China ist, in Indien und anderswo auf der Welt, desto mehr Freiheiten bekommen auch alle patriotischen und antiglobalistischen Bewegungen im Westen selber. Einfach, weil dadurch das westliche Empire an Macht verliert, und wo ein Machtverlust stattfindet, da tut sich ein Machtvakuum auf, das man besetzen kann. Und so tut es quasi nicht verwundern, dass die CIA zum Beispiel die größte Gefahr mittlerweile darin sieht, dass eben nicht nur religiöse und quasi protonationalistisch-patriotische Bewegungen aufsteigen, sondern allgemein eben antiglobalistische Bewegungen, und zwar im Westen selbst. Und dementsprechend geht man mittlerweile in einem dieser mächtigsten Geheimdienste der USA selbst davon aus, dass es möglich ist, dass dieses amerikanische Empire, das Westen, stückweise auseinanderbricht. Und vor diesem Hintergrund, wie gesagt, ist es natürlich quasi fast schon verständlich oder nachvollziehbar, dass es eben immer extremere Gegenbewegungen gibt. Dass es Gegenbewegungen gibt, die jetzt eben versucht, aufgrund der Covid-Impfungen zum Beispiel eine totale Kontrolle über die Bevölkerung herzustellen. Die eben versucht mittlerweile sogar die Meinungsfreiheit eben komplett abzuschaffen. Wer hätte gedacht, dass wir einmal in einem Land leben würden, in dem eine Impfung, die quasi eine Notzulassung ist, zwangsverpflichtend für alle Menschen werden soll. Und das sind eben alles, wie gesagt, Entwicklungen, die einerseits eine Verzweiflung des Globalismus ausdrücken und eben einen immer stärkeren Totalitarismus auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber quasi eben auch den Punkt, wo dieses System wirklich brechen kann. Und das führt uns alles zum sogenannten Gesetz des Mangels, über das eben Dominik Schwarzenberger auch auf gegenstrom.org eben geschrieben hat, und das bezeichnet einfach die einfache Feststellung, dass mit einer zunehmenden Not die Notwendigkeit zum Handeln steigt, wobei aber die Zahl der Möglichkeiten zum Handeln selbst sinkt. Das heißt, je extremer die Notlage wird, sei es jetzt eben durch eine katastrophale wirtschaftliche Entwicklung, sei es auch zum Beispiel durch einen Gesundheitsnotstand, je nachdem kann man natürlich strittig sein, inwiefern der existiert, aber zum Beispiel eben auch über ein Zusammenbrechen von machtpolitischen Strukturen auf der Welt. Je extremer das wird, desto weniger werden die Maßnahmen, um etwas dagegen zu tun, aber eben auch quasi umso extremer werden natürlich diese Maßnahmen selbst. Und diese krisenhaften Zuspitzungen, die können wir natürlich nicht nur in der Geopolitik erkennen, eben daran, dass wirklich die westliche Macht auf der Welt immer stärker in eine Krise gerät. Man kann das zum Beispiel eben auch sehr schön daran sehen, wie jetzt die Ressourcen der Zukunft verteilt sind. Wenn wir jetzt beispielsweise von den seltenen Erden sprechen, die eben genau sehr wichtig sind für die zukünftige technische Entwicklung. Hier haben wir zum Beispiel mittlerweile den Zustand, dass China 80% der weltweiten Reserven entweder selbst besitzt, beziehungsweise einen exklusiven Zugriff darauf hat, eben über Verträge und Schiffrechte. Das spielt natürlich sicher auch jetzt im neuen großen Spiel um Afghanistan, das sich gerade zuträgt, eine große Rolle. Aber das zeigt uns eben, dass der Westen selbst in den letzten Jahrzehnten, und vor allem auch die Globalisierer, die diesen Westen anführen,
dass die mittlerweile teilweise Entwicklungen verschlafen haben, um eben die eigene Macht aufrechtzuerhalten. Aber eben Entwicklungen, die sie derart verschlafen haben, dass das eigentlich realistisch oder sagen wir so ohne großes Risiko nicht mehr reinzuholen ist. Und was natürlich eben ein guter Indikator dafür ist, dass eben diese schwelende Krise nicht gelöst wurde, die seit mittlerweile 2008 herrscht, nämlich die Weltfinanzkrise, ist natürlich der sogenannte Minsky-Effekt, der eben diesen Zusammenbruch des weltweiten Kreditkartenhauses beschreibt. Und der zeigt uns nämlich, dass wir mittlerweile in einer Phase angekommen sind, wo sogar quasi Kredite an hoffnungslose Kreditnehmer vergeben wird, wo man weiß, die können das nie zurückzahlen. Und das führt uns jetzt mittlerweile zu einer Situation, wo wir wissen, dass eben dieser Zusammenbruch dieses Zins- und Kreditsystems nur noch mehr eine Frage der Zeit ist, weil eben seit 2008 quasi eine große Korrektur des Weltfinanzmarktes aussteht, die aber bis jetzt nie durchgeführt wurde. Und das Ganze ist natürlich eben sehr interessant zu sehen, eben vor dieser These eben vom Great Reset, dass man einen nachhaltigeren Kapitalismus und einen sozialeren Kapitalismus eben durchsetzen will. Was natürlich darauf hindeutet, dass eben die Betreiber von diesem System selbst nicht mehr wissen, wie sie quasi den Baum mit Blumen schmücken sollen. Das ist eben eine interessante Redewendung aus der Strategie des Krieges von Sun Tzu, wo es eben um die Frage gegangen ist, dass es eben Winter gewesen ist und der Kaiser freut sich aber an Blumen, jedoch im Winter sind keine Blumen mehr zu finden, um die Bäume zu schmücken im Palastgarten, und dementsprechend hat man dann eben Blumen aus Seide angefertigt, um den Baum selbst zu schmücken. Aber das sind eben, wie gesagt, alles künstliche Maßnahmen, die quasi eben nicht nachhaltig sind und die eben das ganze System an sich nicht mehr am Leben erhalten können. Und genau das ist eigentlich das, was jetzt diese globalistischen Kreise tun. Und diese ganzen Entwicklungen stellen dann natürlich vor die Frage, was kann eigentlich in Zukunft kommen? Wir sehen jetzt eben diesen versuchten Neustart der Globalisierung, der eben immer mehr auf Widerstand stößt. Wir stehen mittlerweile sogar vor der Situation, dass die einzelnen Covid-19-Maßnahmen nicht mehr in allen westlichen Ländern umgesetzt werden. Und da muss man nicht einmal nur zum Beispiel Schweden nennen, mittlerweile ist auch da die Dänemark ausgeschert und andere Staaten, das heißt sogar im inneren Machtkern bröckelt diese Front. Und das ist eigentlich, wenn man sich so die bisherige politische Geschlossenheit des Westens ansieht, doch ein sehr faszinierendes Phänomen, das einfach zeigt, dass die Dinge wirklich aus den Fugen geraten sind und dass sich eben hier viele neue Möglichkeiten bieten. Und interessanterweise eine Möglichkeit ist eben die sogenannte Möglichkeit des Great Awakening, des großen Erwachen, eben großer Neustart, großes Erwachen. Was ist eigentlich überhaupt damit gemeint? Diese Idee vom großen Erwachen ist interessanterweise in den USA geprägt worden von den Demonstranten, die eben noch während den amerikanischen Präsidentschaftswahlen eben gegen Biden demonstriert haben und die Demokraten im Allgemeinen und die sich damals eben dann für den Volkstribun Donald Trump eingesetzt haben. Und das zeigt eigentlich quasi dieses Widerstandspotenzial, das eben gerade ist dabei heranzuwachsen und das immer stärker wird. Das heißt, wir haben eben in der Machtzentrale des Globalismus selbst Demonstrationen erlebt, mit Millionen Teilnehmern, die sich gegen das System selbst gerichtet haben, die nicht nur gesagt haben, ja, uns geht es darum, quasi eine andere USA zu haben, sondern die wirklich gesagt haben, das System selber ist korrupt, das System selbst muss weg. Natürlich, man kann jetzt von Trump halten, was man will, aber die auf jeden Fall eben ganz eindeutig gesagt haben, wir wollen, dass dieser Präsidentschaftskandidat, dieser Präsident, dass er das wahrmacht, was uns eigentlich vor Jahren versprochen hat, dass er eben damit beginnt, endlich dieses korrupte Establishment zu bekämpfen und eben nicht nur in der Demokratischen Partei, sondern auch in der Republikanischen Partei selbst, wo er dann wahrscheinlich selber erst später draufgekommen ist, dass eben auch das sich gegen ihn gerichtet hat. Und diese Parole des Great Awakening, des großen Erwachens, ist eben interessanterweise nichts, was sich jetzt ausschließlich an die USA richtet, sondern was eigentlich das Potenzial hat, und so hat das Alexander Dugin auch sehr schön in seinem Manifest gegen den Great Reset geschrieben, sondern dass eben wirklich die Möglichkeit hat, zu einer globalen Bewegung zu werden. Und quasi diesen großen Albtraum der Globalisten, nämlich den Albtraum vor
Antiglobalismus und einer neuen Form der Religiosität, einer neuen Form des quasi Nationalismus, Patriotismus, die Möglichkeit eben hat, genau diesen Albtraum wahr werden zu lassen. Und die eben die Möglichkeit bietet, dass wir eben wieder beginnen, uns, und das hat vielleicht auch der Covid-Lockdown in gewisser Weise eben gezeigt, dass eben diese Globalisierung und die weltweit vernetzten Wirtschaftskreisläufe, dass das eben von einem Tag auf den anderen durchaus auch Geschichte sein kann und dass man stattdessen schauen muss, wie kann ich wieder regionale Wertschöpfungs- und Produktionsketten herstellen und vor allem, ich habe wieder die Pflicht und die Notwendigkeit, meine eigenen Grenzen zu verteidigen. Das sind interessanterweise alles Dinge, die man nicht nur plötzlich in Europa realisiert hat, sondern eben auch in China, in Indien, in quasi allen größeren Staaten auf dieser Welt. Was natürlich interessant, ganz interessant ist und an diese Idee des Great Awakenings anknüpft, weil es sich eben quasi auch um eine weltweite Gegenbewegung zu einem weltweiten Problem des Great Reset handeln muss, ist eben das Märchen des Zauberer von Oz. Weiß nicht, wer das kennt, die Geschichte von der kleinen Dorothy, die gegen die böse Hexe im Osten auszieht. Und interessanterweise ist dieses Märchen in den 1920er Jahren geschrieben worden und war damals eine populistische Parabel quasi auf die damals populistischen Bewegungen in den USA und ihren Kampf gegen die Ostküstenfinanz und gegen den Zentralstaat. Und was man eben im Zauberer von Oz interessanterweise sieht, das ist eben auf der einen Seite eben das kleine Mädchen Dorothy, dann hat man einen Löwen, der nicht mutig ist, sondern feige, eben darüber hinaus natürlich den Zinnmann, der sich dann eben auf die Seite dieser Gefährten steht. Also im Großen und Ganzen eben eine Palette von unterschiedlichsten Figuren, die alle bestimmte Eigenschaften haben, die sie eben im Kampf gegen diese böse Hexe brauchen und die nützlich sind, aber die jeweils immer Eigenschaften haben, die den anderen fehlen. Und nur im Verbund miteinander sind sie eben dazu in der Lage, diese große böse Hexe zu schlagen. Und genau von der Seite muss man sich eigentlich auch den antiglobalistischen Kampf gegen die Globalisierung und gegen den Great Reset selbst vorstellen. Wir haben eben verschiedenste Staaten auf der Welt, die alle gewissermaßen Vorteile haben und auf der anderen Seite natürlich Nachteile, aber nur im Verbund miteinander können sie es eben schaffen, diese weltumspannende Bedrohung in die Schranken zu weisen. Und so haben wir eben zum Beispiel mit Russland einen Staat mit einem großen Militär, der eben auch dazu in der Lage ist, quasi auf internationalem Parkett eben mehrere unterschiedliche Staaten eben in einer gemeinsamen Abwehrfront zusammenzufügen, der aber dafür wiederum wirtschaftlich nicht so gut aufgestellt ist. Und wir haben auf der anderen Seite dann auch die Volksrepublik China, die dann zum Beispiel militärisch nicht stark ist, aber die dann dafür den Vorteil hat, dass sie wiederum über wirtschaftlich großes Potenzial verfügt und eben dann wiederum auch nicht quasi ideologisch groß nach außen strahlt und eben viele Länder um sich schaut. Und dann natürlich haben wir quasi Staaten wie den Iran, die eben gerade durch das fanatische Eintreten für die eigene Religion und für die eigenen Traditionen eben dann wiederum eben für viele Völker im Nahen Osten eben anführend und beispielgebend sein können in genau diesem Kampf gegen die Globalisierung. Und ich denke, auch in Europa haben wir eben mit immer mehr globalisierungskritischen Bewegungen und vor allem eben auch populistischen Bewegungen zu tun, interessanterweise sowohl von links als auch von rechts, die eben wieder dem Volk eine Rolle zuweisen wollen, die eben nicht nur darin besteht, quasi zum Konsumenten des Kapitalismus zu werden, beziehungsweise in dieser Rolle komplett aufzugehen und sich aufzulösen, sondern die eben das Volk wieder ernst nimmt, die eben auch wieder wollen, dass das Volk selbst mehr Mitbestimmung erfährt im politischen Prozess, um eben Europa selbst umgestalten zu können. Und natürlich hat eben Europa, das darf man nicht vergessen, noch immer ein großes geistiges Potenzial, das halt zum Teil leider nicht genützt wird. Aber auf jeden Fall zeigt es, dass eben diese zukünftige multipolare Welt heute quasi so stark wie noch nie zum Greifen ist. Schlicht und ergreifend, weil eben die vorherige unipolare Weltordnung sich in einer immer tieferen Krise befindet. Und gerade wenn man sich eben dieses Buch über den Great Reset durchliest, dann wird einem natürlich diese Krise vor allem dann offenbar, wenn man eben merkt, wie sehr dieses globalistische System mittlerweile an sich selbst zweifelt, wie
quasi ungewiss das Ende der Geschichte geworden ist, dass eben Leute, die im Prinzip denselben Kampf führen, die ähnliche Interessen verfolgen, um eben dann, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt, eben auch gemeinsam gegen genau diese globalistischen Kreise schlagen zu können, mit denen man heute ein Problem hat. Gerade wenn man jetzt eben sich Europa ansieht, ist natürlich eben oft die Rede davon, dass wir ja ein großes Flüchtlingsproblem da zum Beispiel haben, was natürlich vor allem ein Problem des Kapitalismus ist und der Wirtschaftsweise, die eben immer nach dieser Masseneinwanderung schreit. Aber gerade jetzt erleben wir eben, dass eben zum Beispiel Länder, die jahrzehntelang vom Krieg zerrissen waren, wie Afghanistan und wahrscheinlich dann jetzt auch in weiterer Folge Syrien, eben endlich wieder eine Periode des Friedens erleben werden. Und genau hier hat man dann zum Beispiel eigentlich die Möglichkeit von Europa, auch von patriotischer Seite dann eben darauf hinzuwirken, dass es dann zum Beispiel eben auch eine Rückführung gibt der Einwanderer, um eben dann dafür zu sorgen, dass eben auch diese vom Krieg zerstörten Länder wieder aufgebaut werden können. Und gleichermaßen sieht man eben gerade an diesen Mängeln des Kapitalismus und seinen immer offensichtlicher werdenden Scheitern, dass es vielleicht doch nicht so falsch ist, sich an anderen Staaten zu orientieren, wie eben zum Beispiel eben auch in gewissen Bereichen an China, die eben sagen, ja, es gibt Dinge, die quasi wichtiger sind als ein Recht auf Profit, nämlich zum Beispiel ein Recht auf Arbeit oder ein Recht darauf, dass man eben auch menschenwürdig leben kann. Dass eben, wie gesagt, Probleme wie Armut, die in Europa natürlich vor allem als relative Armut vorhanden sind, dass man die verstärkt bekämpft. Das heißt, wenn wir es eben schaffen, diese Denkmuster der Globalisten hinter uns zu lassen, und ich denke, viele Leute beginnen genau jetzt aufzuwachen, weil sie eben anhand dieser wahnsinnigen Corona-Maßnahmen merken, dass eben nicht nur die Corona-Maßnahmen falsch sind, sondern auch die ganze Politik, die dahinter steckt. Diese Politik der einen Welt, diese Politik der offenen Grenzen, diese Politik, die eben Profit über alles stellt, die eben diese Krise in dem Ausmaß erst möglich gemacht haben. Und dementsprechend, denke ich, ist es wichtig, dass wir einerseits beginnen, diese Differenzen, die es gibt zwischen linken antiglobalistischen Kräften und rechten antiglobalistischen Kräften, dass man damit beginnt, die immer mehr versuchen, in einem gemeinsamen Dialog zu überwinden, um sich vor allem auch auf den wahren Feind zu konzentrieren. Weil eben jetzt nicht das Problem heute die linken Kräfte in Europa sind oder die rechten Kräfte, sondern unser Problem ist eine Mitte, die immer totalitärer wird, die immer aggressiver wird und die uns mittlerweile sogar das Menschsein abspricht, wenn wir eben nicht regelmäßig impfen gehen und uns eine Corona-Impfung durch die Venen jagen lassen, die auf einer Notfallzulassung basiert. Das sind eben, denke ich, alles wichtige Punkte, die wir aus dieser Entwicklung des Great Reset eben hervornehmen können, eben vor allem auch die Erkenntnis, dass er nicht unausweichlich ist, sondern dass dieses Projekt der Globalisierung und der Great Reset ist nichts anderes als eine radikale Fortführung, dass das heute umso fragwürdiger denn je geworden ist, ob das überhaupt Erfolg haben wird. Und ich denke, wir müssen dafür Sorge tragen, dass es zu Grabe getragen wird, dass es auf den Friedhof der Geschichte kommt, um eben an ihre Stelle der totalen Uniformisierung, an die Stelle der totalen Ausbeutung, der totalen Kontrolle, eine Welt der Vielfalt zu setzen, eine Welt der verschiedenen Systeme, eine Welt der verschiedenen Zivilisationen, Völker und Identitäten, die eben auch aus quasi Katastrophen verschiedene Schlüsse ziehen kann, um eben auch wieder dazu in der Lage sein, ihre eigene Identität und vor allem auch ihre eigene Geschichte fortzuspinnen. Denn wenn uns der Great Reset eines gezeigt hat, dann, dass es offensichtlich noch kein Ende der Geschichte gibt. Dass es gerade in solchen krisenhaften Zuspitzungen, wie wir sie jetzt erleben, viele verschiedene Wege gibt, die man gehen kann. Und der westliche Weg war, und das ist auch offensichtlich geworden, mithin einer der schlechtesten, den man gehen kann. Dementsprechend kann ich nur dafür plädieren, einerseits den Albtraum der Globalisten wahr werden zu lassen, genau jetzt für eine Welt zu kämpfen, die sich eben nicht mehr ausschließlich nach Washington orientiert, auch für eine Welt zu kämpfen, die sich nicht mehr ausschließlich nach Brüssel orientiert, sondern für eine Welt zu kämpfen mit vielen Zentren, wo es zwar ein Zentrum in Washington gibt, aber auch ein Zentrum in Brüssel oder in einer anderen europäischen Stadt, wo es auch ein Zentrum in Moskau gibt, eines in Peking, eines in Neu-Delhi, eines in Teheran und so weiter und so fort, weil wir gerade jetzt, so stark wie wir wohl noch nie gesehen haben, dass es
verschiedene Lösungen braucht, dass nicht ein Weg uns alle zum Ziel führt, dass es quasi keine allselig machende Lösung gibt. Und genau gegen diesen Terror der Uniformisierung des Globalismus gilt es heute mehr denn je aufzustehen und zu kämpfen.